Rennspiele gibt es so einige auf dem Gameboy, aber nicht alle sind wirklich gut. In diesem Video möchte ich euch 5 wirkliche Geheimtipps vorstellen. Rennspiele profitieren natürlich allgemein immer von einer richtig guten Technik, ne? So eine gute Strecke, die muss natürlich auch entsprechend aussehen und das Geschwindigkeitsgefühl muss auch wirklich passen. Auf dem Gameboy geht das natürlich etwas schwieriger, aber ich habe euch jetzt 5 Spiele mitgebracht, die dieses Problem auf unterschiedliche Weisen irgendwie angehen. Und als erstes möchte ich euch Motocross Maniacs vorstellen. Ihr kennt wahrscheinlich das frühe X-Hide Bike auf dem NES. Dort fahrt ihr aus der Seitenperspektive ein Motorrad und müsst da eine Hindernisstrecke mit entsprechenden Hügeln etc. entsprechend abfahren. Und im Prinzip ist dieses Spiel genau dasselbe, nur eben von Konami und nicht von Nintendo selbst. Auch hier fahrt ihr aus der Seitenperspektive mit einem Motorrad eine Hindernisstrecke entlang, habt hier natürlich nur so ein bisschen mehr Sachen, wie zum Beispiel ein Looping und so weiter. Und ihr müsst hier immer darauf aufpassen, dass ihr entsprechend richtig Gas gebt, aber auch natürlich auch nicht zu viel Gas und entsprechend euch auf den Motorrad auch hin und zurück lehnt, damit ihr auch entsprechend die Hindernisse gut überwältigen könnt. Das heißt, es ist hier nicht nirgendwo die Geschwindigkeit gefragt, sondern auch sehr, sehr viel Geschick und Feingefühl. Denn wenn ihr das Spiel zum ersten Spiel spielen werdet, werdet ihr wahrscheinlich nicht allzu weit kommen, aber irgendwann bekommt man so ein wirkliches Gefühl für das Fahrgefühl und damit läuft es dann wirklich super. Das heißt, es ist vielleicht kein klassisches Rennspiel, ich möchte es fast schon als eher vielleicht taktisches Rennspiel irgendwie bezeichnen, weil ihr halt so ein bisschen mehr überlegen müsst als es bei anderen Spielen. Aber dieses Motorradspiel ist wirklich, wirklich mal ein Blick wert. Als nächstes habe ich euch Chase HQ mitgebracht. Es gibt natürlich bessere Rennspiele als Chase HQ. Es hat auch wirklich einige Schwächen wie einen relativ einfachen Schwierigkeitsgrad, wobei das vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das Verkehrteste ist oder die Steuerung ist leicht schwammig. Allerdings finde ich das Spielprinzip gar nicht so verkehrt. Ihr habt es erinnert so ein bisschen an Outrun, so ein bisschen die allgemeine Aufmachung. Das heißt, ihr fährt eine Straße lang mit eurem Auto und euer Ziel ist es, Verbrecher zu jagen. Ja, also fahrt ihr natürlich entsprechend lang, heizt so schnell wie möglich, müsst Verkehr ausweichen und ab und zu gibt es dann auch nochmal so einen Levelbereich, so ein paar Abweichungen, wo ihr eure Strecke entsprechend irgendwie anpassen könnt. Das Ganze basiert auf einem Spielhallen-Hit, ist auf dem Gameboy natürlich mit relativ simpler Technik umgesetzt worden, aber gerade weil es irgendwie so, finde ich, Kopf aus und einfach mal losheizen ist, finde ich das Spiel einfach wirklich klasse. Aber wie gesagt, hier gibt es leider bessere Spiele, aber durchaus ist das mal ein Blick wert. Gerade finde ich, wie gesagt, durch den einfachen Schwierigkeitsgrad, wo man einfach mal nach Feierabend sich das Spiel reinklatscht und einfach mal die Strecke ein bisschen runterheizt, definitiv zu empfehlen. Und als nächstes möchte ich euch Micro Machines 2 Turbo Tournament vorstellen. Obwohl, vorstellen muss ich es glaube ich nicht wirklich. Der Micro Machines ist eigentlich so aus den frühen 90er, Mitte der 90er nicht wegzudenken. Ihr kennt wahrscheinlich diese kleinen Spielzeugautos, die wir zumindest die meisten von uns damals hatten. Das sind ja die Micro Machines und diese wurden auch in Videospielform umgesetzt. Hier sind das natürlich auch dort im Spiel, diese Spielzeugautos, und deswegen ist natürlich auch die Ansicht entsprechend. Denn ihr spielt von oben drauf und die Strecken sind jetzt nicht irgendwie der Nürburgring oder ähnliches, sondern der Küchentisch, der Garten und ähnliches. Was hier ziemlich cool ist, genauso wie im Vorgängerteil, der übrigens auch zu empfehlen ist, ist, dass ihr auch verschiedene Fahrzeuge habt. Das heißt, ihr habt ein Rennauto, ihr habt ein Jeep, ihr fahrt auch mal Boot und so weiter. Und damit fahrt ihr dann halt Rennen gegen die anderen. Und deswegen finde ich das Spiel wirklich richtig klasse, weil durch diesen Perspektivwechsel das alles irgendwie gleich irgendwie spannender wirkt und spaßiger und nicht ganz so ernst. Obwohl das wirklich gar nicht so unknifflig ist, das Rennspiel. Denn ihr müsst hier, könnt ja nicht einfach nur Dauergas geben und die Strecke langrasen, sonst fliegt er nämlich direkt vom Küchentisch, sage ich mal. Und ihr müsst immer so ein bisschen gucken. Das heißt, es ist so ein typisches Spiel, ihr kommt leicht rein, aber es ist schwer zu meistern. Aber dieses Spiel möchte ich euch wirklich sehr wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, wenn ihr mögt, könnt ihr auch den Vorgänger spielen. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich halt, wie gesagt, den zweiten Teil euch empfehlen. Und als nächstes habe ich euch Super RC Pro AM mitgebracht. RC Pro AM kennen vielleicht so einige auch auf dem NES. Und zwar auch hier ist so ein bisschen
die Sache, dass ihr keine richtigen Autos fährt, sondern Spielzeugautos. Also RC ist ja dieser Begriff für so ferngesteuerte Autos. Hatten wir als Kind wahrscheinlich auch alle mehrere teilweise. Und damit fahrt ihr dann entsprechend die Strecken lang. Hier ist die Ansicht nicht unbedingt typisch, sondern isometrisch obendrauf. Und ihr fahrt dann halt irgendwelche Matschstrecken natürlich entlang, wo ihr natürlich auch Hügel habt oder ähnliches, wobei das hier von den Hindernissen jetzt auch nicht so überbordend ist. Und hier habt ihr natürlich auch einige Sachen zum Einsammeln. Und zwar sowas wie ein Turbo Boost. Ihr habt Bomben, die ihr legen könnt. Ihr könnt die anderen Gegner abschießen und so weiter. Und wird natürlich auch alles immer schwieriger. Die Strecken werden immer komplexer. Habe ich schon auf dem NES damals geliebt. Und hier auf dem Game Boy ist der Teil, finde ich, sogar noch besser als auf dem NES geworden, weil hier einfach an vielen kleinen Stellschrauben irgendwie verbessert wurde und damit das Spiel so ein bisschen ein runder vorkommt. Ist auch übrigens ein Spiel von Rare, die kennen wir ja alle und lieben wir alle, zumindest die frühen Werke von den Herstellern. Und auf den Game Boy macht dieses Spiel wirklich eine sehr gute Figur, wo ich zuerst, ehrlich gesagt, so ziemlich skeptisch war, dadurch diese ISO-Perspektive, die passt natürlich nicht so gut auf den Game Boy drauf, auf dem NES ist auch der Ausschnitt etwas größer, dachte ich mir, okay, nicht, dass die Übersicht zu sehr flöten geht, dass ihr überhaupt gar nicht mehr wisst, wo ihr langfahren müsst, aber das geht hier wirklich alles und kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und als letztes habe ich euch V-Rally mitgebracht. Ich weiß, den regelmäßigen Zuschauern dieses Kanals wird das wahrscheinlich schon aus den Ohren rauskommen, denn ich liebe dieses Spiel. V-Rally ist ein wirklich sehr spät erschienenes Spiel. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das 98. Holt aber dafür technisch richtig, richtig, richtig was raus aus dem System. Ihr seht es am eingeblendeten Gameplay. Es sieht einfach fantastisch aus. Es ist, wie der Name schon andeutet, ein typisches Rally-Rennspiel. Ihr könnt aus verschiedenen Wagen auswählen, die Besonderheit für den Gameboy übrigens, nach real existierenden Autos nachempfunden sind. Also ihr könnt da mit einem Mitsubishi Lancer zum Beispiel rumfahren. Und das Auto sieht sogar so ungefähr auch im Spiel so aus. Wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich für den Gameboy, das so einigermaßen umzusetzen. Dann habt ihr natürlich verschiedene Rallye-Strecken mit verschiedenen Untergründen. Ihr habt verschiedene Wettereinwirkungen. Und das alles auf den Gameboy mit dieser fantastischen Technik. Also es ist wirklich durch diesen späten Erscheinungsdatum wahrscheinlich vielen, vielen irgendwie an vielen vorbeigegangen. Das ist echt schade und deswegen erwähne ich dieses Spiel so oft, weil, also als ich das Spiel zum ersten Mal eingelegt habe, war ich wirklich geflasht ohne Ende und daher wirklich für jeden eine Empfehlung wert. Das waren meine 5 Geheimtipps für Rennspiele auf den Gameboy. Habt ihr vielleicht auch irgendwelche Tipps? Wenn ja, ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut!